Ja, ich meine, wenn man es lang spielt, ich meine, wer das schon mal gemacht hat in anderen Bundesliga-Manager, wenn man auch vom Rechner gespielt hat, was einem doch am meisten angekotzt hat, ist doch, wenn die Leute ewig an ihren Zügen gesessen haben, nochmal 10 Stunden den Transfermarkt durchgesucht haben. Das ist hier alles sehr gut gelöst, indem man es die Auktionen gibt. Das kennt ihr noch vom letzten Jahr, werden wir auch gleich nochmal sehen. Hier baue ich gerade mein Stadion aus. Das heißt, man hat nicht ewig zu warten. Maximale Zugzeit ist dann 1 Minute, kann man einstellen. Es geht alles schnell. Macht Spaß, man hat den Gewinn, man hat natürlich nicht so, man hat die Spiele, man hat natürlich nicht so große Einflussmöglichkeiten. Hier jetzt eine Auktion. Wolfsburg möchte den verkaufen, ich kann mitbieten auf Madlung, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, 14. Oh, ab einem bestimmten Preis ist mir auch nicht mehr wert, das heißt, ich biete nicht mehr mit, also geht's an Hoffenheim. Sieht man hier und ja, also richtig geil, auch actionreich, die ganzen Auktionen gehandelt. Jeder hat ein Etat, womit er, oder ein Budget, womit er ordentlich punkten kann. Hier zum Beispiel ein 15er Rechtsverteidiger hätte ich gut gebrauchen können, aber die bieten sich gleich dumm und dusselig mit die 8 Spieler. Wenn man mit so vielen zusammenspielt, das sieht man hier, also das geht unglaublich hoch. Jetzt sind wir bei 8 Millionen. Das geht auch noch weiter. Und das ist gerade die Faszination an diesem Online-Modus. Es geht schnell, man hat keine lästigen Wartezeiten. Die Transfers sind actionreich, wie man hier sieht. Und die Spiele sind auch gut, werden wir gleich auch nochmal sehen. Das ist schön gemacht. Ja, wer keinen Bock hat auf so eine Tiefe und das mit seinen Freunden spielen will, wird unglaublich viel Spaß daran haben. Ja. Ja, während wir jetzt gleich das erste Spiel sehen, das ist auch nichts Neues, da ist, glaube ich, mein erstes Heimspiel gegen Köln. Ja, man sieht halt, werden wir jetzt gleich sehen. Ja, hier jetzt nochmal, gucke ich nochmal im Menü rum. Ich fange schon mal ein bisschen an mit dem Resümee. Das Ding ist halt, muss ehrlich sagen, dass ich seit langer Zeit nicht mehr so intensiv Bundesliga-Manager gespielt oder Fußball-Manager. Mir hat es große Freude gemacht. Wie gesagt, gleich in der Bewertung werde ich das noch intensiver ausführen. Übrigens hier noch eine wichtige Sache. Je schneller man ist, das kennen wir auch noch aus dem letzten Jahr, je schneller man ist, desto mehr Punkte kriegt man. Und für die Punkte kriegt man dann Geld. Ja, geht da hier das 1 zu 0. Natürlich, wer hat es gemacht? Ich muss mal eben gucken. Pizarro natürlich. Also auch hier mit den Balken unter dem Verein, ob es eine große oder kleine Torschance ist. Man sieht auch die Spieler mit den Noten. Hier kann man die Taktik umstellen. Also im Prinzip genauso wie in der anderen Version, nur übersichtlicher. Das sind diese Aktionskarten. Die hatte ich überhaupt noch nicht. Keine Ahnung, wann die freigeschaltet werden. Da kann man auch so Boni dann freischalten, dass meine Verteidigung mehr Moral hat oder mehr Spielstärke und die kann man dann ausspielen für ein Spiel. Auch eine lustige Idee, wie ich finde. Also wie gesagt, ich finde beide Modi für ihre Art und Weise relativ cool und beide sehr sinnvoll, je nachdem, was man sucht. Ich habe unglaublich viel gespielt, dieses Spiel. Vielleicht das Spiel, was ich am meisten bisher in dieser Saison gespielt habe, würde ich sagen. Und ja, das heißt schon was, weil ich wirklich viele Titel spiele momentan. Also vom Zeitaufwand ist das, würde ich sagen, habe ich das sehr viel intensiver gespielt als die anderen Titel. Ich will jetzt auch nicht zu viel von der Bewertung vorwegnehmen. Sage ich gleich mehr zu. Also ich bin, wie gesagt, von dem Spiel relativ begeistert. Weil es halt so die komplette Fußballmanager-Dröhnung ist. Ja, jeder kann halt, möchte ich lieber den intensiven Modus spielen? Ist das das Richtige für mich? Ja, oder möchte ich das oberflächliche Gedaddel mit meinen Kumpels? Dann spiele ich halt den Online-Modus. Also ich bin sehr begeistert davon und ja, wie gesagt, den Rest gleich in der Bewertung. Wir gucken noch mal eben jetzt hier abschließend in das Spiel rein, wo ich gerade das 3-1 mache. Mensch, so ein Glück. Ja, ja, ansonsten, ihr seht es ja hier, es läuft genauso wie bei der anderen Version, zumindest die Spiele. Ich schiebe hier noch ein bisschen rum, weil hier ist die Eigenart, dass die Spieler im Gegensatz zu dem Offline-Modus irgendwie nur zwei Positionen immer belegen können. Ein Pasan zum Beispiel kann irgendwie im Offline-Modus auf 4 oder 5 Positionen spielen. Hier, wie gesagt, immer nur zwei. Ich muss immer ein bisschen schieben. Man guckt hier auch auf die Stärke, ja, ob das passt. Und ansonsten die Frische, das sind wieder diese Kreise, wo FRI drüber steht. Ja, wie Frische, ja. Und ja, ansonsten, die Fähigkeiten sind die Symbole dahinter, worin die besonders gut sind. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir war das persönlich schon wieder viel zu langsam. Ja? Also achtet mal drauf, wie langsam das Spiel rumgeht. Ich mag so das Drumherum, also so ein bisschen mehr. Und wenn das so super lahmarschig rumgeht wie hier, also ich denke, wenn es ein bisschen schneller wäre, hätte man immer noch genug Einflussmöglichkeiten. Von daher finde ich das in diesem Moment fast so ein bisschen lästig. Aber ihr seht schon, ja, hier kann man, wie gesagt, Einsatz rummuckeln und so weiter. Also auch hier Spaß pur. Vor allem, wie gesagt, wenn man es mit Kumpel spielt, so im Netz, hat man immer das Problem, dass die Leute, die Spiele aufmachen, dann immer relativ schnell rausgehen, wenn sie mal verloren haben. Von daher ist das ein bisschen blöd. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal vor die Kamera und bewerten das Ganze objektiv. Ihr Lieben, da sind wir schon wieder mit der Bewertung vom neuen Fußballmanager.
Ja, ihr habt es gerade schon gehört. Ich bin relativ begeistert von dem Spiel, was mich selbst auch ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen. Es ist ja nicht so, dass man dass das so der neueste Fußballmanager ist, beziehungsweise dass man vorher überhaupt noch nicht sowas gespielt hat. Ich persönlich spiele schon Fußballmanager seit, keine Ahnung, wie hieß denn das Ding nochmal früher, was man auf dem Amiga gezockt hat? Fußballmanager Professional, sowas in dem Bereich, Anstoß, also ich habe sie alle gespielt, verehrte Community. Und deshalb kommen wir mal zur Bewertung des neuen Fußballmanagers von EA Sports, aka Bright Future. Schönen Gruß nach Köln, Adrian. Ja, scheiß Mainzer, sind besser als erwartet. Erinnert ihr euch noch, dass ich auf der Gamescom noch über Mainz gelästert habe? Die Punkte hätten wir jetzt gerne in Bremen. Also, wir testen Fußballmanager 11, Medium ist das PC. Ist das PC? Wir verstehen uns, Pferde-Community. Ja, was kann man dazu sagen? Ich habe mich natürlich wieder vorbereitet, verehrte Community, und mir viele andere Tests auch durchgelesen, angeguckt. Ich orientiere mich immer gerne an die Jungs von Gamers Global, weil ich finde, dass die mal sehr gut testen und auch sehr viel Ahnung von der Materie haben. Die machen da auch den ganzen Tag nichts anderes, was natürlich so einem Test sehr zugänglich ist, beziehungsweise zuträglich ist eher. Die haben dem Spiel 85% gegeben. Interessant hierbei, und das war auch noch bei anderen so, dass die User-Wertungen generell höher waren als das, was die Medien gegeben haben. Ja? Bei Gamers Global gab es von der User-Wertung von 90%. Ja? Also, was hier teilweise kritisiert wird, sind die 3D-Szenen. Das überrascht mich absolut. Ich würde gerne mal wissen, vielleicht könnt ihr das mal in die Comments schreiben, Leute. Wer spielt denn Bundesliga-Manager und guckt sich die 3D-Szenen an? Ich finde das tödlich langweilig und unglaublich Zeitraum. Ich will auch irgendwie das Spiel erleben und über diese wirtschaftlichen Aspekte irgendwie meine Mannschaft nach oben bringen und nicht irgendwelche 3D-Szenen sehen. Wenn ich 3D-Szenen will, dann spiele ich FIFA oder Pro Evolution Soccer. Also ganz komisch. Auf jeden Fall wird da kritisiert, die Fangesänge sind das und das und das Publikum ist zu statisch und so. Das sind alles Faktoren, mit denen ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen möchte, ehrlich gesagt. Mir geht es um den Manager an sich. Und ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Das ist ja das Schöne am Spiel, dass jeder selbst entscheiden kann, wie er das spielen will. Manche wollen nur den Videotext sehen, wie es zur Halbzeit steht. Ich mache so ein Zwischending, bewegten Text, den ich aber, wie ihr gesehen habt, sehr schnell durchlaufen lasse. Also ich hatte im Spiel, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also ich kriege ja nun wirklich viele Spiele, die ich hier teste. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, oh, wie kann der Stevino sich das leisten? Ich sag's zum 100. Mal. Die Publisher schicken mir die Sachen umsonst. Ja, aber teilweise muss ich auch arg darum kämpfen. Am Montag, also heute ist in dem Moment, wo ich das aufzeichne, ist Freitag zwischen Fitness und WoW-Nacht. Ja, am Montag geht's in der Schule ab. Da gibt's das Xbox Kinect Special und wie sich zum Beispiel da Microsoft bzw. die Agentur, die das macht, was das für ein Kampf war, da irgendwie nur zwei Titel von denen zu kriegen. Von Ubisoft habe ich alle Titel gekriegt zum Kinect. Naja, ist eine andere Geschichte. Kann ich am Ende vielleicht noch kurz was drüber sagen. Also was ich damit sagen will. Kriege ich alles umsonst und sonst könnte ich solche Game-Tests natürlich auch nicht machen, weil mir alle Spiele zu kaufen, ja, das ist schwer, wenn man Miete zahlen muss. Ja. Wieso habe ich eigentlich keinen Sponsor, der das Haus bezahlt? Das ist eine andere Geschichte. Ich schweife ab, Pferde-Community. Also, ich habe viele Titel und ich muss ehrlich sagen, dass die meisten Qual sind oder viele Qual sind. Die spielt man so ein, zwei Tage, vielleicht auch mal zwei, drei Tage und dann hat man es auch, Gott sei Dank hat man genug Szenen im Kasten. Den Fußballmanager habe ich die ganze Woche gespielt. Also ist das Spiel, was ich an diesem Jahr am allermeisten gezockt habe und am intensivsten, teilweise Anwandlungen hatte, immer irgendwie meine Mannschaft weiterentwickeln zu müssen. Bei Werder ist es auch eine besondere Sache, weil bei Werder ist es so, wenn man da mit dieser Mannschaft spielt, ist es so, dass man nach der ersten, spätestens nach der zweiten Saison, vier oder fünf Stammspieler hat, die aufhören. Ja? Fritz, Frings, Pasanen, Silvestre, Daniel Jensen, also es sind fünf Leute, die einfach sagen, nur ich verlängere nicht mehr, ist mein letztes Jahr, leck mich am Arsch, ja. Das heißt, man steht dann relativ schnell mit einem halben Kader noch da und muss danach bessern. Das heißt, die Herausforderung ist ja unheimlich groß und man hat ja auch nur so ein bestimmtes Budget und ja, da rauszukommen hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich habe es ja schon erklärt, ich habe mir dann irgendwie einen Jugendspieler geholt über vernünftiges Scouting, der fünf Talentpunkte hatte, das ist das Höchste, hab den aufgebaut und den dann für 100 Millionen an Real Madrid verkauft, ja, und dann einfach alles aufgekauft in der Bundesliga, was Rang und Namen hat, hier einen auf Bayern München gemacht, einfach alles aufgekauft und diese Saison werde ich aller Voraussicht nach Meister. Ich muss auch sagen, dass ich gleich in der WoW da ganz unauffällig nebenbei das spielen werde, um die Meisterschaft an die Weser zu holen, mal wieder, verehrte Community. Daran seht ihr, ich bin sehr begeistert von dem Spiel, ja. Vom Online-Part bin ich dieses Jahr nicht so begeistert, das liegt aber auch daran, dass ich mit der Community noch nicht gezockt habe. Wir müssen da mal wieder so einen schönen Abend machen. Ja, mit dem haben wir nicht mehr so viel zu tun, aber so ein Patrick, der spielt mit Schalke, dann Good Old Marob, aka Mirko Slomka, spielt Hannover, dann vielleicht noch ein Pepper mit Bayern, Tragedy wäre ja auch wieder, und da machen wir so ein schönes Special wieder.
Ja, aber hört wieder keine Sau zu. Was soll's? Also können wir aber machen. Dann macht's auch richtig Spaß. Also diesen Online-Modus kann ich euch gegen Kumpels sehr empfehlen. Aber so mit 0815 Leuten ist immer das Problem, dass die Leute relativ schnell rausgehen, wenn sie mal verlieren und dann stimmen die Einstellungen nicht. Ist immer so ein bisschen langsam. Mir hat dieses Jahr der Offline-Modus sehr, sehr gefallen. Wie gesagt, ich habe da was orgiastisch dran gespielt. Ich freue mich auch schon wieder drauf, wenn ich weiterzocken kann. Ich bin sehr begeistert. Das Rad wurde nicht neu erfunden, aber es wurde auf jeden Fall sehr gut und sehr realitätsnah umgesetzt. Diesen Sega-Manager, von dem alle mal reden, oder die Cracks reden, der soll so toll sein, habe ich natürlich keinen Vergleichswert, weil den spiele ich einfach nicht. Ich kann nur sagen, dass mich dieses Ding von EA Sports dieses Jahr sehr fasziniert hat. Ich finde es sehr gut umgesetzt. Es wurde sehr auf die Community auch eingegangen, dass man gesagt hat, so Sachen wie Stadionauswahl oder Fanartikel habe ich keinen Bock drauf. Dafür habe ich Assistenten, ja. Das heißt, man kann sich genau raussuchen, was will ich nicht. Man kann sich genau raussuchen, wie will ich das Spiel spielen, wie will ich es konsumieren, was ist für mich wichtig. Von daher, die Schwierigkeitsstufen stimmen, die sind sehr, sehr. Man ist einfach nicht so, dass man da durchläuft, alles gewinnt. Man muss wirklich was dafür tun, was einmal die Transfers angeht, was das Wirtschaften angeht, was die Taktiken und so angeht. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr auf Fußball steht und euren Verein an die Spitze bringen wollt, kauft euch das Spiel. Ich bin sehr begeistert. Komme deshalb zu einer Bewertung, die ein bisschen höher ist als die von Gamers Global. Ich habe mich für 88% entschieden. Ja, ich denke, das ist durchaus berechtigt. 88% kann man, denke ich, könnt ihr mit leben. Natürlich wird es wieder Lori und Co. geben, die Arschmalen, die dann kommen mit, voll blöde, hier Sega-Manager und so. Über Geschmack lässt sich nochmal nicht streiten, Pferde-Community. Mir hat es ganz neutral sehr, sehr, sehr gut gefallen dieses Jahr. Hätte ich selbst gar nicht erwartet, weil ich gedacht habe, irgendwie der Offline-Modus ist so wie letztes Jahr. Ist er eigentlich auch, aber es wurde halt sinnvoll gearbeitet und die Schwächen ausgemerzt. Ja, also, ja, ich würde es euch wirklich sagen, wenn ihr letztes Jahr gekauft habt, könnt ihr es dieses Jahr wieder riskieren, ihn euch zu kaufen. Man merkt den Unterschied, meiner Meinung nach. In diesem Sinne, liebe Leute, ich habe es ja gerade schon angekündigt. Nächste Woche kommt ein ganz großes Stevenio Game Test Kinect Special. Bam, 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 bam. Ich ziehe am Montag los mit dem Kinect unter Arm und den Spielen in meine Schule und werde mit zwei Klassen ordentlich zocken, Interviews führen. Sogar mein Schulleiter hat zugesagt, ein Interview mit mir zu machen. Das könnte sehr lustig werden. Einfach, dass ihr mal hört, was so ein Schulleiter über sowas denkt, über Gaming und so, wie der das sieht. Und danach werdet ihr wissen, warum ich den so gerne mag. Ich weiß, er guckt die Game-Tests nicht, deshalb müsst ihr jetzt auch nicht sagen, der schleimt. Habe ich auch gar nicht nötig. Der findet mich eh geil. Feiert der Community. In diesem Sinne, das war der 12. Stimulio Game-Test hier auf justgaming.eu, verehrte Community. Und ich mache mich jetzt bereit für die WoW-Nacht. Und wollte gerade sagen, zieh mir einen Döner rein, darf ich ja auch nicht mehr. Ich habe ja schon letztens in den Comments gelesen, man sieht mir an, dass ich so viel Sport mache. 9 Kilo 5 Wochen, verehrte Community. Die Plauze ist weg und Oma, aka Mutombo, sagt, in spätestens 2 Monaten bin ich ein muskelbekacktes Monster, verehrte Community, ja. Dann weiß ich nicht, ob ich da noch hier reinpasse. In diesem Sinne, ihr merkt, ich habe gute Laune, ich freue mich auf die WoW-Nacht. Ich wünsche euch viel Spaß, eine schöne Woche. Und ja, zockt schön, liebe Community, und vielleicht sehen wir uns ja mal online beim Fußballmanager. Macht's gut. Ciao, ciao.